Was geht ab, meine Nasenbären, und damit herzlich willkommen zurück zu League of Legends. Ich habe gerade wieder so einen Niesanfall. Ich hoffe, er hat sich jetzt gelegt. Ja, wir zocken den Lucian als ADC, ist klar. Und wir spielen den diesmal nach der New Meta Art, mehr oder weniger. Da habe ich vor kurzem noch beim Solan ein Video gesehen, dass es gar nicht mal so verkehrt ist, mit einem Langschwert und drei Pots anzufangen. Bei den Charakteren, die nicht zuerst auf Dings gehen. Also die ein Langschwert auch verwerten können. Dafür habe ich mehr Life Leech in den Masteries. Und kann mal gucken, wie es läuft. Holy shit! Holy shit, ist sie genau dann Level 2 geworden? What the fuck? Oh shit, ey. Hab ich nicht gesehen. Jetzt hat sie gedacht, wa? So nicht, mein Fräulein. Wow. Na, ja, jetzt ist natürlich wieder doof. Caitlyn hat eine größere Range wie ich. Oder als ich. Kommt unser Grammatiklehrer Bedelbärchen wieder ins Spiel. Trifft sie mich wieder. Warte. Was ist jetzt hier los? Wow. Jetzt läuft mir die Nase wie Sau. Was soll das? Was soll das? Ich denke mal, die sitzt da in dem Busch, die. Ja. Okay, ich habe mich, glaube ich, wieder. Wow. Dodging Power. Okay, die haben den Shen in der Mitte. Und im Cho'Gath auf Top Lane. Ich zeige euch auch gleich nochmal die ganzen Teams. Oder die Team-Zusammenstellung. Wer hier überhaupt alles mitspielt. So, da haben wir es. Wir haben einen Tryndamere mehr, wir haben einen K6, wir haben eine Morgana, Annie und mich. Die Dings hat kein Mana mehr, aber kaum noch, aber ich habe kein AP. Das ist natürlich schlecht. Das geht in die Hose, glaube ich. Oh. Okay, ich habe einen Kill gekriegt. Ah. Das nervt mich, dass der Minion da lebt. Oh wow, egal. Scheiße. So, aber egal, ich muss jetzt auch zurück. Weil zu low. Steht 27 zu 23 vom Farm her. Ist noch in Ordnung, sag ich mal. Moment, ich muss mir eben hier so einen Tampon basteln. Für meine Nase. Weil die geht mir auf den Sack. Wenn das da immer so läuft, ne? So die Nase so läuft, ne? Boah, da krieg ich die Krätze bei, ne? Ohne Scheiß, ich kann das absolut nicht ab, ne? Wenn die nonstop, vor allem, sag ich mal, dann müsst ihr so, sag ich mal, ein bisschen meine Krankengeschichte hören. Soll ich sie erzählen? Ich erzähle sie einfach. Ich habe quasi sowas Ähnliches wie Asthma. Und zwar habe ich quasi so eine gekoppelte Version. Ich habe eine
eine chronische Bronchitis mit einer chronischen Nasennebenhöhlenentzündung und dadurch läuft mir die Nase, vor allem wenn ich krank bin, läuft mir die Nase und ich merke es nur, aber ich kann die jetzt nicht, sag ich mal, hochziehen und ich kann sie auch nicht wirklich putzen, weil meine Nebenhöhlen halt entzündet sind oder dicht sind quasi. So, das fühlt sich dann so an, als wenn deine Nase halt verstopft ist, aber sie läuft dir wie beim Schnupfen. So, und dadurch, weil ich ja nicht doof bin, ne, habe ich mir halt mal was ausgedacht. Ja, habe ich mir gedacht, von wegen, komm, bist ja nicht ganz so blöd, Junge. Du nimmst dir von einem Klopapier oder von einem normalen Scheißhauspapier, nimmst du dir eine Rolle, ein so ein Blatt, knüllst das zusammen und schiebst dir das in die Nase. Dann habe ich zwar teilweise eine Nase wie Mike Tyson, so eine riesen fette Buff-Nase, aber so ist es weitgehend am besten, weil ich muss mir nicht ständig die Nase hochziehen oder versuchen zu putzen, weil es eh nicht funktioniert. Und so ist das, das ist die optimale Lösung, meine Freunde. Das ist der absolute Masterplan. Das ist der absolute Masterplan. So. Nur ganz bescheuert ist das, wenn dann Bein- und Nasenlöcher gleichzeitig laufen. Und ich den Trick an beiden Seiten anwende. Weil. Dann hört sich das nämlich übel nervig an. Ja, chill. Warum pinkt ihr mich so oft? Ich kann das nicht ab. Ich kann. Leute, ist das bei euch auch so? Wenn die alle so aggressiv die ganze Zeit durchpingen, ne? Ich krieg da einen Föhn bei. Ich hasse es wie die Pest. Mehr kann ich da jetzt gerade nicht tun, weil die mich wegbursten würde. So, die Sau hat kein Mana mehr, aber ich auch nicht mehr. Der ist immer noch hier. Den hätte ich jetzt nicht exhausten müssen. Das hätte nicht sein müssen. Oh. Ah! Jawohl! Nein, nein, nein. Ich habe zu viel Damage von den Minions. Död. Und kein Mana. Der Shen, Alter, der pimmelt hier immer noch rum. Hat der eigentlich auf seiner Lane nichts zu suchen, nichts zu tun? Ich habe ein Heilmittel für dich. Ich habe halt immer noch keinen Mana. Ich könnte mir jetzt hier die Drops lutschen. Die Knospen. Oder ist der Shen im Jungle? Der Shen ist im Jungle. Ah, das macht Sinn. Ich hatte gedacht, der ist in der Mitte, weil ich den einmal kurz da in der Mitte gesehen habe. Deswegen dachte ich, der ist in der Mitte, aber ist er ja gar nicht. Ist er ja gar nicht. Ich kann mich noch nicht zurückporten, weil die Drecksäcke wieder hier sind. Ich habe kein
kein Mana, ne? Fräulein, ich kann dir nicht wirklich helfen. So, ich muss jetzt zurück, geht nicht anders. So, jetzt ist nur die Frage, ich glaube, ich werde mir erstmal das gönnen. Das und nochmal ein paar P-Pots. Und wir nehmen den letzten auch noch mit. Und dann Statics beziehungsweise Rapid Fire. Und dann, ich will auf jeden Fall Ghostblade haben. What the fuck, Alter? Wie lange bleibst du denn da hängen, ey? Mann! Ach! Shit! Ach, ich hasse Fizz, ne? Und Kate auch. Ich meine, eigentlich hasse ich immer grundsätzlich alle, die gegen mich spielen. Ist ja eigentlich logisch, ne? Kacke, ey. Beide den Flash weggewastet. Du hast keinen Mumm in den Knochen. So, ich würde jetzt aber gerne trotzdem erstmal nicht pushen wollen. Um erstmal zu gucken, was macht die Kate. Okay, die Kate ist sofort in die Mitte rotiert. Also dieses typische Play. Heißt, ich hätte jetzt eigentlich theoretisch erstmal so ein bisschen meine Ruhe. Und kann theoretisch pushen. Weil im Prinzip habe ich den Tower eigentlich schnell down. Oh wow. Oh wow. Echt jetzt? Au. Verarsch mich doch nicht. Was ist mit... Alter, was ist mit der? Willst du mich verarschen? Was war das denn jetzt für ein fucking Move, ey? Oh Mann, wie konnte das denn jetzt passieren, Alter? Übelst Noob-Style. Ja, genau. Ja, mit der Schmach muss ich jetzt aber leider leben. Holy shit, ey. WTF. Ja, der Fehler war einfach, dass ich da schon, dass ich noch in der Tower Range war. Ich sie angegriffen habe und die dann den Stun noch drauf gekriegt hat. Holy shit, ey, war das dumm, ey. Oh Mann. Also so hin und wieder leiste ich mir hier Moves, ne? Die gehen auf keine Kuhhaut, Alter. So, jetzt wird die Caitlyn aber richtig hoch geboostet. Oh Mann. Ja. Ja.
Habe ich nicht genug Mana, um den Tower down zu kriegen? Doch. Oh wow! Und an dem dieser Minion-Block, Alter! Wenn ich jetzt dabei wieder drauf gegangen wäre, ne? Ich glaube, dann hätte ich die ganze Scheiße hier einfach abgeblasen, PC ausgemacht, wäre AFK gegangen, ab ins Bett. Ah, Pits. Boah, guck dir das an. 50 HP. Ein Hit. Oh, so unlucky. Berserker Boots und jetzt. Star. Und dann hole ich mir jetzt gleich Statics. Ja. Eigentlich hätte ich jetzt erst Crit Rate und Attack Speed gebraucht. Aber ey, egal. Bisschen Tödlichkeitsfaktor, wie es in Deutsch heißt. Ist auch nicht schlecht. So. Jetzt machen wir Folgendes. Wir lassen die drei Minions stehen. Flitzen hier zum Tower, weil der hat eh nur noch 50 HP. Die machen wir jetzt eben ohne Minions, weil dann habe ich die. Wow. Für 50 fucking HP brauche ich so. Brauche ich 3-4 Schuss? Holy. So, weil jetzt kann oder pusht meine Lane. Theoretisch müsste meine Lane jetzt pushen. Und das wiederum heißt, ich kann mich dann hier gemütlich um die Dudes hier kümmern. Oh, ehrlich. Oh, was, ey? Warum bin ich denn so unlucky? Oh, dritte Mal in diesem Game, dass ich so mega unlucky bin, Alter. Gib's doch nicht. Und ich bin so blöd. Ich hätte die Ult abbrechen müssen. Und das war das Ding wieder. Oh, ich habe zwar schon die E und die Q gedrückt, aber damals nichts wegen der Ult noch. Und dann kamen die anderen drei. Aber ich habe auch nicht gesehen, dass alle anderen noch am Leben waren. Ich hab gedacht, waren nur noch die beiden. Das sind nur noch Leona und Shen, die jeweils überlebt haben. Aber da haben ja alle noch überlebt. Der Bait war klar. Der Bait war so klar. Face check. So. Die Kate, die hat durchgepusht. Ich hab gedacht, die hat nur die Minions. Ah, fuck, die habe ich jetzt die ganze Zeit nicht gesehen, Alter. Nein. Ich hab zwar gedacht, oder hab zwar gesehen, dass die. Sickte. Ich hab gesehen, dass die unten auf Botlane war, aber da war die noch hier unten. Und hab gedacht, die geht nur auf die Minions. Shit, jetzt habe ich die ganze Botlane vernichtet.
the fuck, Alter, der K6, ne, der kommt auch nicht ganz klar. Der hat schon im Chat hat der schon ein paar Faxen gemacht. Shit, was war da? Jo, hat der mir, wieso? Ach ja, der hat ja... Ah, ich check den Shen nicht so ganz. Ich hab mich seit seinem Rework... Den Rework habe ich schon nicht mehr so ganz mitgekriegt. Der macht ja irgendwie jetzt mit einem zweiten Schlag von irgendwas, von irgendeinem Spell macht er irgendwie mehr Damage oder so, ne? Ey, was war das? Fuck, Alter, aber dass der so viel Damage drückt. So, was hole ich mir? Jetzt wäre Rapid Fire eigentlich ganz gut wegen Caitlyn, dass ich eine höhere Range kriege. Ich hole mir Rapid Fire. Let's go. Ich denke mal, das wäre eigentlich so das Sinnigste. Denke ich. Aber da ich ja keine Ahnung habe, kaufe ich dann einfach, guck wie es ist. Weil die Kate, die hat halt eine Mords Range. 650. Ich glaube, jetzt müsste ich... Ja, aber jetzt habe ich halt theoretisch für einen Angriff nur dieselbe Range wie... Wie Caitlyn. Du hast keinen Mumm in den Knochen. Ich nehme jetzt mal eben die Wölfe hier. Gefressen. Das war schon mega close, aber die hat jetzt keine Ult mehr. Wow. Da hat sie aber schon hoch gepokert jetzt. Da hatte ich genug Damage habe, um den zu töten oder um die zu töten, bevor das Sonjas wieder ready ist. So. Die Botlane pusht noch, warte. Na, jetzt habe ich die zwar ganz geklärt, aber egal. Wollte ich eigentlich nicht machen. Das habe ich, das brauche ich jetzt. Komm schon. Erschreckt mich. Jetzt flamen die sich hier wieder zu oder was? Na, ja, Scherzkeks. Boah, Alter! Steht die Frau schon wieder hinter mir?
steht die Frau auf einmal hinter mir. Erschreckt die mich. Die zwei Stunden im Bett. Auf einmal, dann aus dem Nichts, steht sie hinter mir und reißt ein Fenster auf. Und ich denke, hier die Bude bricht zusammen. Ja, und das ist die Flatterfotze von der Caitlin, die modert. Weil die Caitlin ist richtig fett jetzt schon, ne? Ja gut, eigentlich hat die einen Kill mehr wie ich, das geht noch. Nächste Lane. Come on. Scheiße. So, zurück. Team helfen. Jetzt müsste doch eigentlich. Ne, war schon zu viel. Na ja, gut, guck. Ja, die Caitlin ist sofort wieder auf Bord. Naja gut, ich habe Kohle gemacht, ja, aber... Top Lane vielleicht auch nochmal machen. Aber ich glaube, die Caitlin, die blickt da durch. Mit dem Freeze. Jeder Schuss ein Treffer. Das ist jetzt wieder dasselbe, Alter. Wie mit dem einen Malphite-Game. Die kümmern sich nicht um die Minions von den anderen Lanes. Die wollen einfach nur fighten. Die wollen unbedingt die Mitte, weil die Mitte jetzt offen ist bei uns, wollen sie dann natürlich genau das Gegenteil davon bewirken. Dann auch deren Mitte zu öffnen. So, und das ist aber das Problem daran. Wir sind an sich, meine ich, schwächer in den Teamfights, weil CC, übelst schwer zu kriegen, übelst weit weg, übelst große Range und nochmal mega CC. Wir haben nichts. Wir haben den Damage, wir haben einmal eine Masse CC, zweimal. Aber wir haben auch nicht wirklich einen Tank. Und das ist so das Problem. Und jetzt haben die den Baron. Wie wenig Schaden ich den Baron-Vasallen mache, ne? 128, was ist denn das? Warum geht der K6 da rein? Ja, klar. Warum geht der K6 da rein? Leute, ohne Scheiß, das muss mir mal einer erklären. Warum geht der K6 da rein, wenn wir hier... Wir stehen hier zu dritt. Die stehen hier zu fünft. Der springt von hier da rein. Hier stehen fünf. Hier stehen zwei. Der springt von da, da rein. Wir stehen hier zu zweit. Hä? What the fuck, wo ist da... Wo ist da die fucking Logik, Alter? Wo ist da die fucking Logik? Mal ohne Scheiß jetzt. Ah.
Also sowas kann ich echt beim besten Willen nicht verstehen. Ja, ich werde den, denke ich mal, auch reporten, weil das ist... Verstehe ich nicht, Alter. Das ist ja auch rein zu früh. Und vor allen Dingen, der war mir sowieso schon von Anfang an so ein bisschen komisch. Ich war erst am überlegen zu dodgen, weil der ist reingekommen in die Lobby und hat dann die ganze Zeit schon geschrieben GG, 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 GG und übelst genervt. Oh shit, oh shit. Also das weiß ich nicht, das absolut null Verständnis dafür. Aber wie gesagt halt, der hat im Chat dann halt die ganze Zeit schon GG geschrieben, dies, das, Ananas, bla bla. Da hatte ich erst so den Gedanken gehabt habe, wenn man dodgt, verliert man nämlich, meine ich, weniger Punkte, als wenn man dann im Endeffekt verliert. Glaube ich auf jeden Fall. Irgendwie sowas. Achso, und vor allem, der ist da ja reingesprungen, während die ja auch einen Baron haben. Mehr konnte ich nicht machen, scheiße. Ja, mehr ging nicht. Mehr habe ich nicht hingekriegt. Ah, ich denke mal, die Runde ist durch. Die haben wir verloren. Keine Tower mehr, die Kate ist mega fett, der Fizz ist mega fett, der Cho'Gath ist mega fett. Die sind tanky wie Sau. Ist auch mega fett, also die sind alle mega fett. Und wir haben dann noch so einen Troll-K6. Und ich denke, da wird nichts. Also im Endeffekt habe ich heute drei Ranks gewonnen, zwei verloren. Heißt, es ist eigentlich eine positive Bilanz, ne? Eigentlich ist es dann eine positive Bilanz. Vor allem, ich habe, glaube ich, dann auch wieder mehr Punkte gemacht wie verloren. Heißt, wir sind auf dem Weg zu Silber. Also, naja, Bronze 2. So, gehen wir mal im Shoppen. Ich frage mich gerade, was die Gegner machen. So, Lord Dominix. Die Geister der Vergangenheit. Wow. Alter, was? Ich kam nicht mal mehr dazu. Müsst ihr euch mal reinziehen. Ich habe den Heal gedrückt, bevor
der Fizz losgesprungen ist. Nicht mal der Heal ist rausgekommen, da war ich schon tot. Pah, lächerlich, ey. Ach. Der Drop ist gelutscht. Der Drop ist durch. Ja. Egal, Leute. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir noch eine Bewertung da. Support ist kein Mord und so, ihr kennt das. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Haut rein!